Willkommen zu einer Folge Transportfieber 2. Ja, ich würde gerne mal mit dem Spiel als neues Let's Play anfangen. Und ich guck mal, wie die ersten Folgen bei euch ankommen. Und ja, ein paar Kommentare wären nett, wie ihr das Spiel findet auf meinem Kanal. Und auch alles, die Map wird jetzt erst geladen. Da sind wir auf 50% jetzt, erstelle Straßen, erstelle. Ja, was wird dann noch erstellt? Städte werden erstellt, Industrien, Straßen und was wir sonst alles machen können. Dann werden wir mal schauen, wie ich mich da schlagen werde in dem Let's Play. Also in den paar Folgen, die ich dazu bringen werde. Werden wahrscheinlich eben ein paar mehr folgen. Mal schauen, wie viele das dann werden. Je nachdem, wie es dann bei euch ankommt, einmal am Anfang. Wir sind jetzt bei 94%. Also das Laden da jetzt mache ich nur für die erste Folge. Und danach werden wir immer schon in der Map drinnen sein, in der Karte. Und ja, dann schauen wir mal, was das jetzt alles wird. Erstelle Tiere. Wenn wir den Städten überflüssige Sanktionen. Was haben wir da jetzt für eine Karte geladen? Genau, und wir spielen aber für das erste Let's Play einmal. Habe ich extra aktiviert, ohne Geld. Was ist da? Ne? Ah, da habe ich noch eine Seilbahn. Auch noch. Wollen wir die gleich bauen? Nein. Also wäre für hier ganz cool. Und da. Da können wir zum Beispiel darunter so eine Bahn machen. Also wenn wir wollen, können wir halt da jetzt zum Beispiel aufschütten oder eine Brücke machen. Ich habe halt jetzt noch. Wird dann so ausschauen. Okay, wie schaut das aus? Ja, ich lasse das mal noch. Für den Anfang. Wir gucken uns mal die Züge an, nachdem wir eh jetzt ohne Geld spielen. In der Stadt halt. Privat spiele ich ja eine andere Karte mit Geld. Aber ja, da kommen wir jetzt erst dazu. Was haben wir da für Städte? Wir könnten auch ein paar Städte umbenennen. Das ist ja auch kein Problem, dass ich denen einen anderen Namen geben kann. Da könnt ihr auch Vorschläge in die Kommentare schreiben, aber ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Zug und dann kann ich zum Beispiel jetzt die Stadt nehmen hier. Und da kann ich jetzt zum Beispiel, warte weg. Mal dich weg. Da kann ich zum Beispiel jetzt das anklicken und wir können da draus jetzt Alltag machen. Nur jetzt mal als Beispiel. Das heißt dann auch so. Ich würde das mal lassen. Jetzt als kleines Beispiel und ihr könnt halt auch Namen für die anderen Städte reinschreiben, wenn ihr wollt. So, dann werde ich einmal die erste Linie machen. Eine Güterzuglinie von dem hier. Und darüber. Und da würde ich tatsächlich mit LKWs arbeiten. Das heißt, ich ziehe da Straße. Was können wir da? Die. Ja, nehmen wir mal die. Wie gesagt, wir sind jetzt im Jahr 1850. Also im 19. Jahrhundert sind wir noch gar nicht. Das würde ich gerne so nehmen. Ja, so. Genau. Dann geht es da mit einer Kurve da rein. Dann brauche ich ein Depot. Wo kann ich den Typen nochmal ausmachen? Da. Ein Depot brauche ich jetzt. Das hier. Das würde ich da irgendwo hin machen. Machen wir es vielleicht dahin. Genau. Dann brauchen wir zwei Linien.
Und zwar einmal von. Ah, ich brauche da ja noch einen. Das habe ich ganz vergessen. Warte, komm her. Gebäude. Das hier. Ich brauche da mal sowas, dass ich drehen kann. Ah ja, eins. Dann da vorne, damit wir ein bisschen schnell sind. So. Zwei. Und da kommt auch noch eins rein. Jetzt dahin. Das ist angeschlossen. Jetzt passt. Dann machen wir unsere erste Linie. Die müssen wir nochmal weg damit. Von da nach da. Was ist das? Magnum. Nee, den Namen da möchte ich nicht haben. Ja, das ist jetzt Getreide Alltag. Und die Linie nennen wir dann so Getreide Alltag. Getreide Alltag. Dann machen wir vielleicht hinten noch ein LKW dran, dass wir wissen, dass das eine LKW-Strecke ist. Vielleicht ist das LKW. Ja, so. Und damit man es auch besser erkennen, machen wir dann einen Einser dran. So, ja. Weil wir machen da ja noch eine zweite. Und zwar da nach da. Das wäre dann Getreide Alltag LKW 2. Ich werde euch mal ein paar Folgen Zeit geben und dann werden wir irgendwann eine Folge machen, wo wir dann die Stadtnamen benennen und das alles. Aber da werde ich euch noch ein bisschen Zeit geben und jetzt mal schauen, was im Jahre der Zeit so verfügbar ist. Wir haben jetzt die zwei. Mehr habe ich noch nicht. Also müssen wir mal auf die zurückreichen. Dann werden wir mal für die Einserlinie 6 Stück kaufen. Die dann zuweisen auf 1. Und dann haben wir kaufen 8 Stück auf die Zweierlinie. Genau. Das haben wir jetzt dabei alles mal gemacht. Das heißt, die fahren jetzt auch schon raus. Ja. Das ist ja ganz gut. Und da sind dann die anderen, die fahren alle in die Richtung. Ja, ist okay. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles ganz okay, wir können mal die Stadtgrößen auch anschauen. Größe, da wären wir mit, was ist da die kleinste Stadt? Schokolade, okay. Ja. Wie gesagt, da könnt ihr noch Namen schreiben, dann können wir die auch umbenennen. Das ist alles noch kein Problem. Dann wollten wir eine Zugstrecke von darauf, oder? Ich brauche auf jeden Fall nach Alltag eine Zugstrecke, dass ich das von da nach Alltag bringe. Vielleicht können wir die beiden da auch noch per Zug mitnehmen. Aber ich würde das gerade machen. Ich würde das machen. Aber als Güter war der hier. Okay. Und zwar von wo? Von da irgendwo. Bin ich da dran? Ich bin da gar nicht an der Straße dran. Das ist nicht angeschlossen. Aber da ist angeschlossen. Ja, dann werden wir mal Gleise liegen. Ich würde das zweigleisig machen, weil ich da gerne mehr Züge drauf hätte. Jetzt schon in den Tunnel rein. Will ich da einen Tunnel haben? Ist jetzt nicht zwingend notwendig in einem
Ja, dann geht's da auf eine Brücke. Das fängt gar nicht da schon an. Ja, dann lassen wir es mit einem Tunnel. Oder hat er einen Tunnel gemacht? Nein, hat er nicht. Hat das Spiel nicht. 10 Minuten schon gefallen, gell? Aber ich hoffe, können wir das bitte erstmal verzeihen, dass die dann vielleicht ein bisschen länger wird. Sind wir da in einem Tunnel? Vielleicht da noch in einem Tunnel. Also weit will ich jetzt auch nicht. Mal bis da. Runter wieder. So, ja. Da wollen wir dann ja da in den Bahnhof rein. So einen, aber zweigleisig. Weil wir brauchen ein Durchfahrtsgleis sowieso auch noch. Und das würde ich gerne mit einer Linie dann alles machen. Der ist sogar angeschlossen hier. Da nicht mehr. Kann ich den vielleicht auf die Richtung machen? Ah, vielleicht auf die Seite. Der ist angeschlossen. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich weiß, wir korrigieren da vorne. So geht's. Ja, ist ganz gut. Das gelingt uns auf jeden Fall. Dann da. Da rein. Dann müssen wir weiterfahren. Ja, da wieder so einen kleinen Tunnel. Ist okay, ein kleiner ist okay. Wie gesagt, den kleinen lasse ich mal. Für den Anfang haben wir nur 120er Gleise. Später haben wir dann Gleise, die glaube ich 300 können. Die können dann 300. Das ist eine Krümmung groß. Da müssen wir halt ein Feld vernichten. Ja. Ich glaube sogar, dass wir zwei vernichten müssen. Hier müssen wir nicht eins nur. Okay, das ist gut. Da rein, ja. Und da rein. Ich würde sagen, in der zweiten Folge machen wir dann weiter mit dem Bau. Da bauen wir dann weiter an der Getreidelinie. Dann danke fürs Ansehen, hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.